Julian Borisch, heute war Heimspiel für dein Team hier und die Aufgabe war klar, einer muss in die Gruppe und das warst heute du. Ja, das war was ganz Besonderes heute und wir haben es natürlich wieder alle versucht, in die Gruppe zu gehen. Bei mir hat es dann geklappt, war dann natürlich auch was ganz Besonderes, dass ich der einzige KT-Fahrer war, der es heute mal in die Gruppe geschafft hat, alleine mit einem World-Tour-Fahrer. Da ist man natürlich erstmal froh, aber dann weiß man auch, dass es dafür umso härter wird. Zwischenzeitlich war dann der Jannis Peter noch relativ nah hinten dran und wollte noch nach vorne, aber dein Begleiter, der Riesebeck, wollte nicht, dass ihr zu dritt an der Spitze seid. Ja genau, der hat ziemlich von vorne drauf getreten. In der Phase musste ich sogar gar nicht so viel vorne machen. Und der, weil eigentlich hätte ich es gut gefunden, wenn wir zu dritt da zusammen gewesen wären. Aber der hat halt wirklich voll drauf getreten und dann kam der halt nie ran. Habt ihr da miteinander gesprochen und wie hast du es dir so eingeteilt? Bist du voll mit durchgegangen? Weil du sagst, ja, mit dem Virtua-Fahrer, das ist dann schon ein bisschen speziell, wenn man nur zu zweit ist. Also ich würde sagen, er hat schon ein bisschen mehr gemacht als ich. Aber im Großen und Ganzen habe ich auch meinen Führungsanteil immer durchgezogen. Und wir haben uns auch schon ab und zu mal verständigt, wie schnell wir jetzt wo fahren. Als wir dann 8 Minuten weg waren, konnte man dann auch mal einen zwischenzeitlichen ganz leicht rausnehmen. Aber eigentlich war die ganze Zeit das Tempo sehr, sehr hoch. Wir haben es schon gesagt, Heimspiel für euer Team. Hast du das gemerkt an der Strecke? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch relativ oft meinen Namen gehört. Also es waren viele bekannte Gesichter an der Strecke. Und das ist immer was Besonderes, in so nah an der Heimat herzufahren und dann auch noch in der Heimat vom Team. Ist das was man dann genießen kann? Es hat von Start weg mehr oder weniger geregnet. Oder bist du dann einfach nur mit dir selbst beschäftigt in so einem Rennen oder ist das dann schon so, dass du es genießen kannst? Doch, ich kann es schon auf jeden Fall genießen, wenn man da durch die Orte gefahren ist. Ich fand die Teile immer besonders schön, wenn viele Leute da waren, die angefeuert haben. Wenn man dann mal zwischen den Orten war und da stand keiner, das war dann nicht so motivierend, als wenn man in den Orten war. Und es gab dann den Moment, wo Riesebeck davongezogen ist. Hast du dann gesagt, okay, jetzt muss ich gucken, dass ich mich noch irgendwie im Feld halte? Oder wie hast du dir den Rest, weil es waren ja dann schon noch ein paar Kilometer bis ins Ziel, zurechtgelegt? Ja, ich habe dann erstmal auch noch alleine, so lang wie es geht, einfach meine Pace weiter durchgezogen. Und dann, als das Feld kam, habe ich versucht, noch so lang wie möglich dran zu fahren. Als dann Gruppetto entstanden ist mit großen Fahrern, da habe ich mich dann einfach dran gehangen und da war das Tempo dann auch vollkommen okay, um ins Ziel zu kommen. Hat man dann nochmal mit dem einen oder anderen Profi dann im Gruppetto heute mal ein bisschen sprechen können? Oder gab es sogar ein paar, die gesagt haben, ey, gut Junge, dass du in der Gruppe warst? Ja, ich weiß nicht, ob die dann immer so realisieren, dass man jetzt genau der ist, der in der Gruppe war. Aber auf jeden Fall konnte man mit denen sich ein bisschen unterhalten, weil da waren viele große Sprinter in dem Gruppetto, wo ich war. Nun sind es noch 2 Etappen. Was nimmst du dir vor? Vielleicht nochmal in eine Gruppe gehen? Ja, da müssen wir gucken, wie ich mich über Nacht jetzt erhole bis morgen. Aber wenn die Beine stimmen, dann auf jeden Fall. Danke.